Folgendes, liebe Festchristin. Als ich noch in München-Pasing wohnte, hatte ich mal Durst. Und weil die Geschäfte schon geschlossen hatten, weil es sehr spät war, beschloss ich, ein Bier zum Mitnehmen zu erstehen, und zwar in einem dieser Stüber. Eisel. Eckkneipe, wie auch immer Sie wollen. Sie kennen diese Etablissements, klein, eng, verraucht. In diesem Stüber sah es aus, wie man sich das so erwartet. Keine Überraschung. Die Insassen saßen vor ihrem jeweiligen alkoholischen Getränk, und auf sie erfüllten jeden Anspruch, den man an einen Stammgast so eines Lokals haben kann. Das Einzige, was ungewöhnlich war, war, dass es sehr still war. Alle hörten nämlich gebannt einen Mann zu, der am Tresen saß und mit einer Gitarre bewaffnet war. Und er sang ein Lied, das wir alle kennen. Wind Nordost, Startbahn 03. Bisschen höre ich die Motoren über den Wolken von Reinhard May. Und irgendwann kam er zu der Stelle, an der es heißt: Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee. Moment stimmen 30 Schwerstalkoholiker mit einem in der Luft Aussichtsbarocke. Das war's so wie. Was will ich denn hier morgens um 4 um mich grödeln, ist schon falsch und laut. Hier passe ich eigentlich nicht her, doch nach 7 Bier habe auch ich nah am Wasser gebaut. Goldkettchenträger und Golftieferleger, Frauen außen verkippt und innen hohl. Ich rufe euch zu, ey, auf Fußball und Saufen, habt ihr kein Monopol. Es wird Zeit für ein Sauflied für die Elite, da rechne ich mich jetzt mal dazu. Doch ich höre immer nur den Idioten vom Purmann, das Abenteuer landeslang. Ich bin bei Bier Nummer 8, hier herrscht immer noch Minusniveau. Mann, Musik ist was Schönes, wisst ihr das überhaupt? Ja, doch alle 2 Ohren an den Kopf geschraubt. Schwachmaten sind stur, ich höre immer nur, nur nach Hause. Gewisse Standards müssen sein, da bin ich mal stur. Man soll nicht sagen, dass man was Besseres ist. Aber mein Gott, wenn's doch so ist, Herr Ober, bitte ein anderes Lied. Alleine für mich, ich hab's wirklich verdient. Bitte ein Sauflied für die Elite, da rechne ich mich jetzt mal dazu. Ich bei dir, bestell mein 9. Bier, bis sich das ändert, bis sich alles ändert, bleib ich hier. Boah, ich hab Ejakulationsprobleme, weil ich glaube, ich spreche das falsch aus. Meine Augenzizität ist mehrfach belegt. Der Ober hat ein 10. Bier abgelehnt wegen meiner Ejakulationsprobleme. Und meine sprachliche Variabilität hat mich gerade zugelegt. Das ist auch kein Wunder bei der Umgebung hier. Ich bleib trotzdem hier, auch ohne Bier. Irgendwie gefällt's mir hier zu Hause. Ist es wieder langweilig? Hier ist es scheiße, aber zwischenzeitlich ordentlich und langweilig.